Mobilität ist wichtig für den Wirtschaftsraum Zürich und auch für den Lebensraum Zürich. Aber wie sieht die Realität aus? Die Realität sieht so aus, dass immer mehr Leute stundenlang im Stau auf der Straße stehen. Die Realität ist überfüllte Bahnhöfe, überfüllte Züge. Diese verkehrspolitischen Probleme müssen wir lösen, wenn wir weiterhin einen attraktiven Wirtschaftsraum und einen attraktiven Lebensraum Zürich wollen. Jetzt, was heisst das für die Verkehrspolitik des Kantons Zürich? Zuerst einmal, dass wir nicht den Privatverkehr gegen den öffentlichen Verkehr ausspielen. Der Privatverkehr muss fliessen, das Strassennetz muss dort, wo es nötig ist, ausgebaut werden und der Individualverkehr darf nicht immer mehr schikaniert werden. Dazu gehört aber auch der öffentliche Verkehr. Die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs muss ausgebaut werden, aber der öffentliche Verkehr muss sich selber finanzieren. Für den Wirtschafts- und Lebensraum Zürich ist der Flughafen absolut zentral. Er ist das Tor vom Kanton Zürich zum Rest der Welt. Darum muss der Flughafen ausgebaut werden können. Natürlich so, dass möglichst wenig Leute vom Lärm betroffen sind. Gerade darum ist es wichtig, dass die Schweiz ihre Interessen gegenüber Deutschland entschieden vertritt. Auf jeden Fall muss die Anbindung vom Kanton Zürich an den Rest der Welt durch den Flughafen gewährleistet bleiben. Für den Industrie- und Produktionsstandort Zürich ist die Energieversorgung lebenswichtig. Energie muss günstig und sicher sein. Die Energiepolitik darf nicht dazu führen, dass Arbeitsplätze vernichtet werden. Darum dürfen wir uns im Bereich der Energiepolitik überhaupt kein Experiment leisten. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, ein Flughafen, der unsere Anbindung an die ganze Welt sicherstellt und bezahlbare, sichere Energie, für diese Anliegen werde ich mich in Bern im Ständerat einsetzen.